Hallo Leute, hier ist wieder euer Reaper und heute gibt es wieder ein neues Video zu Call of Duty, aber diesmal insgesamt zu Call of Duty, denn es gibt dieses Mal wirklich ziemlich krasse Gerüchte und Neuigkeiten, was unser neues Treyarch Call of Duty betrifft, also wann wir unser nächstes Treyarch Call of Duty mit dem Zombie-Modus bekommen, denn man konnte ja eigentlich immer davon ausgehen, dass es jetzt immer diesen 3-Jahres-Zyklus gibt. Das Ganze ist so ein 3-Jahres-Zyklus, dass es 3 verschiedene Entwicklerstudios gab jetzt in Call of Duty in den letzten Jahren, also Sledgehammer Games, Infinity Ward und auch Treyarch und die haben alle 3 Jahre im Wechsel ein neues Call of Duty rausgebracht. Das war jetzt immer seit 2014 der Fall. Ich habe damals 2014, so lange bin ich schon auf YouTube, habe ich ein Video gemacht, wo ich das Ganze eben auch erzählt habe, denn da wurde das damals angekündigt. Ich verlinke euch das spaßeshalb einfach mal in der Beschreibung. Mich würde es da auch mal interessieren, wer eigentlich schon seit da an immer noch dabei ist und das Video auch schon damals gesehen hat. Und ja, wie gesagt, eigentlich hatte man jetzt gedacht, dass auch 2021 erst das nächste Call of Duty wieder von Treyarch kommen wird, denn wir hatten ja 2018 jetzt Black Ops 4 und 2021, 3 Jahre später, da wäre eigentlich Treyarch wieder an der Reihe gewesen. Ja, aber anscheinend haben sich jetzt ein paar Dinge geändert und uns erwartet anscheinend nächstes Jahr schon das nächste Call of Duty von Treyarch mit dem Titel Black Ops 5. Wie es dazu jetzt gekommen ist, das werde ich euch jetzt mal erklären. Und ich werde dann auch ein bisschen meine Meinung dazu sagen, denn ja, es ist ein bisschen kritisch anzusehen. Und zwar ist es so, dass Jason Schreier, das ist ein Mann von Kotaku. Kotaku ist so eine Gaming-Seite und der hat eigentlich immer ziemlich gute Leaks gebracht. Also er ist ziemlich in dieser Gaming-Branche drin und hat immer ein bisschen so Kontakte. Und er war eigentlich auch immer einer der Leute, die immer so ein bisschen was geschrieben hat, was dann auch am Ende sich jetzt entpuppt hat. Und er hat einen Artikel geschrieben, denn anscheinend ist es so, dass ja auch dieses Jahr das nächste Call of Duty von Infinity Ward entwickelt wird und es wahrscheinlich, also zu 99% auch Modern Warfare 4 heißen wird. Und dann war eigentlich der Plan, dass nächstes Jahr das Call of Duty von Raven Software, die haben immer schon wieder eigentlich mitgearbeitet bei Call of Duty, also zum Beispiel bei Modern Warfare 3 haben sie mitgearbeitet, jetzt bei Black Ops 4 haben sie auch mitgearbeitet. Wenn ihr da zum Beispiel startet, seht ihr auch Raven Software, ihr Logo, und jetzt auch bei den Call of Duty 2020 hätte eigentlich Raven Software mit Sledgehammer Games, also so halb bei halb, dass Call of Duty mitarbeiten bzw. entwickeln sollen. Die Sache war nämlich, bei Sledgehammer Games gab es in letzter Zeit ein bisschen so Probleme. Es gab einige Leute, die das Entwicklerstudio verlassen haben, zum Beispiel auch die Hauptleute, wie jetzt zum Beispiel Michael Contray. Und deswegen gab es da massive Einschränkungen an den Entwicklern. Und deswegen hat man gesagt, dass Raven Software und Sledgehammer Games zusammen das neue Call of Duty machen sollten. Das Problem war einfach, dass die beiden Studios so unterschiedliche Ansichten hatten, dass das Call of Duty 2020 in einem ziemlich schlimmen Zustand war, so das ganze Jason Schreier hier eben ja geschrieben, und deswegen hat jetzt Activision eben jetzt mal Halt gesagt und gesagt, nee Leute, so geht es nicht weiter, und hat jetzt eben Treyarch damit beauftragt, dass sie das Ganze retten sollen. Das heißt, Treyarch übernimmt jetzt so gesehen die Führung für das Call of Duty 2020 und Raven und Sledgehammer Games unterstützen die dabei. Ja, und das ist eigentlich schon mal ziemlich interessant, denn wie gesagt, ich habe euch vorhin ja erzählt, dass es ja immer diesen 3-Jahres-Zyklus gab und Treyarch ja eigentlich 2021 an der Reihe gewesen ist, aber jetzt ist Treyarch 2018 dran gewesen und 2020 nochmal. Ja, und noch ein kleiner Side-Fact, in welchem Zeitraum eigentlich Call of Duty 2020 spielen sollte, also von der Zeit her und vom Setting her. Das Setting hört sich eigentlich ganz gut an, denn das Setting sollte im Kalten Krieg spielen und auch der Vietnamkrieg sollte da eine Rolle spielen. Erinnert mich ein bisschen an Black Ops 1, also man kann wahrscheinlich ein bisschen so eine Art Remaster Black Ops 1 erwarten. Es könnte auch sein, dass sie viele Elemente aus Black Ops 1 wieder nehmen, weil eben die Zeit so knapp ist jetzt. Aber es würde mich prinzipiell nicht mal stören, wenn es Black Ops 1 Setting ist, weil mir hat Black Ops 1 sehr gut gefallen. Und wir haben mal keine Jetpacks mehr, wir haben mal keine Spezialisten mehr. Wäre doch auch mal wieder eine gute Sache. Aber was ich eigentlich damit ein bisschen Problem habe, ist, wir haben jetzt ein Black Ops 4, was 3 Jahre Entwicklungszeit hatte, aber trotzdem in einem Stadion ist, was so gar nicht fertig ist. Und jetzt soll Treyarch mit nur 2 Jahren Entwicklungszeit das Ganze noch retten. Ich bin da ziemlich skeptisch. Viele Leute kritisieren mich ja immer, dass ich nicht oft genug meine Meinung sage, obwohl ich eigentlich immer ziemlich oft meine Meinung sage. Und auch hier bin ich ziemlich kritisch, was das neue Call of Duty oder Black Ops 5 angeht, dass jetzt anscheinend Treyarch noch retten soll.
wenn das Spiel eh schon in einem komischen Stadium war. Also Raven Software und Sledgehammer Games sollen die Kampagne machen, Treyarch anscheinend ein bisschen den Rest, wahrscheinlich auch wieder den Zombie-Modus. Ich schätze mal, wenn es ein neuer Black Ops-Teil ist, dann gibt es auch wieder einen Zombie-Modus. Noch eine andere Sache, die ich hier auch nochmal anmerken will, ist, wenn jetzt zum Beispiel Treyarch jetzt schon an dem Call of Duty 2020 arbeiten muss, weil die müssen jetzt auf jeden Fall anfangen, denn ich meine, es sind jetzt dann nur noch 1,5 Jahre, bis eben der Release vom nächsten Call of Duty von Treyarch kommt, weil das ist ja immer im Herbst rum und bis dahin sind es nur noch 1,5 Jahre bis 2020. Dann bin ich mal gespannt, ob jetzt Black Ops 4 noch so viel extrem supported wird und nicht noch mehr auf der Strecke liegen bleibt. Also ich habe da wirklich Angst damit. Es könnte wirklich aus heiterem Himmel alles gut laufen, aber ich sehe das Ganze wirklich kritisch, weil man hat nur 2 Jahre Entwicklungszeit. Ich meine, es ist vielleicht schon einiges passiert bei Raven Software und bei Sledgehammer Games, aber trotzdem hat Treyarch jetzt nur 2 Jahre oder 1,5 Jahre, um da wirklich einzusteigen. Und die haben ja aktuell noch Black Ops 4 am Laufen. Hat früher zwar mit dem 2-Jahres-Zyklus auch geklappt, aber da war das Spiel noch nicht so komplex, wie es jetzt der Fall ist. Ja, und das war es jetzt erstmal eigentlich zu den neuesten News zu Call of Duty Black Ops 5, was uns anscheinend 2020 schon erwarten wird. Ihr könnt gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben, würde mich auf jeden Fall interessieren. Und somit war es das jetzt eigentlich auch schon wieder zu diesem Video. Ich hoffe natürlich, euch hat das Video gefallen und auf weitergeholfen. Bis zum nächsten Mal, euer Reaper.